Ich frage Jamal nach der französischen Übersetzung für den Titel meines Films. Cahier Africain ist richtig, schreibt er zurück. Ich bin dem Heft im Januar 2008 begegnet, in einem staubigen Hinterhof in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Es enthält Ausweisfotos von Frauen, Kindern und Männern sowie ein Protokoll dessen, was kongolesische Söldner ihnen 2002 angetan haben. Das Heft ist im Nachhall dieses Verbrechens entstanden, als die Opfer nicht verstummen wollten, sondern sich einander zuwandten und entschieden, gemeinsam Zeugnis abzulegen, um einen Beweis für die erlittene Gewalt zu schaffen. Seither hat mich dieses Heft nicht mehr losgelassen.